Jawohl, drei stimmgewaltige Mitglieder von Fresh Music Live heute bei uns auf der Couch in der Late Night. Jawohl, Daniel Hall, Ramona Nara und Mr. Chris Brau heute Abend. Vielen, vielen Dank für euren Besuch. Ja, danke für die Einladung. Genau. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall sehr, da zu sein. 7 Jahre yeah. Fresh Music Live. Ich habe eben schon am Anfang gesagt, ihr habt als Band in über 18 oder 19 Ländern schon weltweit gespielt. Aber vor allen Dingen viele, nicht nur viele Düsseldorfer, ihr seid ja Europa bzw. weltweit bekannt auch als Band. Aber ihr habt die letzten 7 Jahre hier bei uns im Medienhafen doch eine sehr bekannte Konzertreihe hier gehabt. Ja, also die Fresh Music Live Party hat einfach so angefangen, ja. Aus Spaß. Es war wirklich ein Spaßprojekt. Es war wirklich auch Spaß, ja. Spontan. Da war noch, ja, das waren ja frühere Filmstudios hier in den Ruders. Und dann stand eine Bühne, weil wir da Weihnachtsfeiern ja. hatten, wo wir so Corporate Events gespielt haben. Und da haben wir einfach gesagt, wir lassen die Bühne stehen und laden einfach Freunde ein. Ja. Und die sollen Freunde einladen. Und dann waren ungefähr so 350, ja. 400 Leute da. Und es hat den Leuten so gut gefallen, dass wir das gesagt haben, dann machen wir es nächsten Monat wieder. Und dann waren 800 Leute da. Und dann bei dem nächsten Mal waren also 1500. Es hat wirklich ja. so immer verdoppelt. Und dann wurde das richtig professionell, eher so als Konzertreihe/Clubparty. Und ja. ich glaube, weil wir einfach unorthodox das einfach so aus Spaß einfach angefangen haben. Das war auch, oder hoffentlich, deswegen machen wir es immer noch. Also, ja. ja. Es ist eine gute Mischung bei euch aus Coversongs, aber auch eigene Werke sind mit dabei, ne, bei euch bei den Konzerten. Ja. Ja, die will zwar keiner hören, aber... Das hast du jetzt gesagt. Nein, doch, genau, ja. Also das ist natürlich im Endeffekt die ideale Konstellation, ja, dass man ja. Seine eigenen Songs auch in die Konzerte irgendwie mischen kann, zeigen kann. Aber ich denke, bekannt sind wir eher tatsächlich für unsere doch ziemlich coolen Interpretationen von eben doch etwas bekannteren Songs. Ja, muss man aber auch zum Teil, und das finde ich so beeindruckend, auch zum Teil mit richtig großen Namen auch als Special Guest, also in den vergangenen Jahren, da waren einige mit am Start bei euch auch. Ne? Ja, also wir machen ja viele, also so Corporate Events, so diese ganzen ja, also Firmen-Events, Firmen-Events auch, ja. Gala-Sachen und dann ja. ist es halt so, dass wir auch, ja auch als Musiker oder als Sänger oder als Featurings halt ja. Viel Künstler kennen aus dem Music-Business und dann die buchen halt die Musik, also unsere Musiker oder uns als Backings oder Musiker als Musiker für deren Shows, deren Konzerte und man kennt sich dann einfach und dann das ergibt sich so. Genau, wir brauchen okay. die Namen. Also für uns war damals glaube ich so Natasha Bedingfield, Daniel Bedingfield oder, ja. oder Kelly Rowland, Shaggy. Nicole Scherzinger, Thomas D. Der junge Justin Timberlake, habe ich auch immer gelesen, stimmt ja, das? Ja, das war, ich habe mit ihm gearbeitet in den 90ern, ja. damals, wo er mit NSYNC war. Ja. Das war in meiner Bio. In den 90ern waren die ganzen Boygroups, das war so meine Zeit und da habe ich halt eigentlich für alle Boygroups immer die ganzen Studio-Jobs ja. gemacht. Du warst auch mal Britney Spears unterwegs auf Tour, das genau. war auch eine riesen Geschichte. Ja. Und jetzt kommt vor allem noch eine große Geschichte jetzt am Wochenende, weil ihr seid ja bei Weitem nicht komplett hier zu dritt und die Kollegen, die man noch, Simon und Thomas, die mit hier im Studio ja. sind. Wie viele werden am Samstag auf der Bühne stehen? Weil da ist ja dann die Komplettbesetzung mit am Start. Nicht mehr in den Ruderstudios, sondern im Port 7, auch hier bei uns im Medienhafen. Genau, Gastspiel im Port 7, freuen wir uns sehr drauf, ja. auf jeden Fall. Und wer noch nichts vorhat, diesen Samstag auf jeden Fall vorbeikommen. Auch wenn ihr schon was vorhabt, ändert einfach eure Pläne. Die Seite mache ich mal eben auf. Du warst auch noch nie dabei, ne? Kann das sein? Ich war doch. Ich war einmal dabei im vergangenen Jahr im Dezember. Ja, also viel zu lange her schon. Ja, das stimmt. Es wird auf jeden Fall wieder Zeit, dass du vorbeikommst. Aber wir werden, wie viele Leute werden wir sein? 9, 10, 11 vielleicht sogar. Wow. Und wir haben ja des Öfteren auch ein paar Leute im Publikum, die wir kennen, die auch natürlich performen. Also richtig spontan dann einfach, wenn ihr jemanden seht, sagt, alles klar, komm mit auf die Bühne, du bist jetzt mit dabei in der Show. Genau, aber vor allem Benjamin Rose, das ja. ist auch Teil unserer Band und der wird auch dabei sein. Der kann heute nicht dabei sein, aber der wird auf jeden Fall Samstag da sein. Ja. Wir freuen uns richtig. Genau, Benji, der liegt zu Hause in Köln, der ist krank. Oh, aber hoffentlich bis Samstag ist alles wieder okay. Der hat jetzt ein Sprechverbot irgendwie vom Arzt bekommen seit 3 Tagen. Wie lange wird das Konzert sein am Samstag? Was habt ihr geplant? Oder sind das viele Sachen, wo ihr wirklich spontan auch sagt, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir das? Weil ihr geht ja, glaube ich, nicht vor Mitternacht auf die Bühne. Genau. Also am Anfang gibt es immer einen Plan. Ja, genau, wir haben immer und einen Plan. Und der Plan ist, dass die Leute viel getrunken haben, bevor wir auf der Bühne kommen, damit die das gut okay. Ja, nein, also wir haben ja sonst, machen wir immer einen Plan, aber bei Geburtstagen machen wir immer the best of. Ja. Und da sind einfach alle Sänger, Musiker, also wir sind eine feste Band, aber wir haben immer sehr viele Special Guests, sehr ja. viele, ich meine,
Wir haben ja jeden Dienstag 7 Jahre lang, jeden letzten Samstag 7 Jahre. Krass, ja. Wir haben lange ja Zeit. Auch eine Fresh Music Live, das heißt Supplement Club in Hannover seit 6 Jahren. Es ist auch ausverkauft. Also wir spielen so viel, das kannst du, also das schaffen wir einfach physically nicht. Ja. Und also bei den Geburtstagen ist so, alle, die mal mit uns gespielt haben oder Gäste, die sind einfach alle eingeladen. Ja. Die kommen und wir wissen nie, kommen sie. Die sind auf der Liste und wenn sie kommen, können sie singen oder können frei saufen. Manche trinken zu viel und können es dann nicht mehr schaffen. Dann geht es nicht mehr bis auf die Bühne. Aber im Prinzip ist so ein bisschen, wir haben so ein Gerüst und das füllen wir dann, wenn wir da sind. So. Was ist sonst noch geplant für 2016? Ich kann mich erinnern, im vergangenen Jahr hattet ihr auch ein Event gehabt, wenn das große Open-Air-Kino bei uns ist beispielsweise. Ja. Wird es auch in diesem Jahr wieder was geben mit euch? Ja, auf jeden Fall. Also dieses Jahr haben wir eigentlich, für uns ist das ganz neu, weil wir wirklich, wie gesagt, 7 Jahre in einer festen Location waren. Und wir werden dieses Jahr, machen wir jetzt Geburtstag in Port 7. Und wir werden nicht jeden Monat machen, wir werden immer so 6 Wochen, 8 Wochen, so wie es für uns auch im Terminkalender passt, so werden wir jetzt, der nächste ist dann am 5. März in der Nachtresidenz und dann ist Tanz im Mai im Kapitoltheater und dann ist die EM, da machen wir so ein EM-Special am Beach Club da. Genau, das ist bei dem, genau da bei dem Open Air Kino. Und soweit, und dann gehen wir alle im Urlaub. Muss auch mal sein. Wir haben ja alle Kinder, die alle schulpflichtig sind. Und dann sind ja vor allen Dingen auch in dem Fresh Music Live ja auch als Musiker auch ständig unterwegs oder auch in Moderation. Und ich glaube, bei dir momentan Thema Eurovision unter anderem. Da ist ja auch aktuell was. Ne? Ich drücke dir die Daumen für deine Heimat, für Rumänien. Genau, für Rumänien, genau. Ja. Ich habe mich dafür angemeldet. Es ist noch nicht entschieden, ob ich ein Finale geschafft habe. Okay. Es wird erst in 2 Wochen gesagt und hoffe. Man kann noch abstimmen, oder nicht? Ja, oder? Es ist mit Abstimmen nichts. Es ist erst noch nicht. Also Hauptsache, es wird einfach nur alles unterstützt und geteilt, was das Zeug hält. Ne? Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Wir drücken euch die Daumen auch für Samstag. Gibt es noch Tickets? Können die Leute auf die Facebook-Seite bei euch gehen? Da gibt es ja direkt die Infos, wo alles draufsteht zur großen Birthday Bash im Port 7. Also, im Prinzip könnt ihr einfach unsere Facebook-Seite euch akkreditieren. Ich mach das auch nochmal auf. Oder auf die Webseite und dann ist ein Link zur Facebook-Seite einfach akkreditieren oder halt einfach ankommen und anstehen. Es gibt Karten, weil Port 7 passen ja 2000 Leute rein. Da passen eine Menge Leute rein. Also. Internetseite www.freshmusiclive.de. Einfach draufgehen und natürlich auch bei uns auf der Seite. Da könnt ihr auch nochmal alles in Ruhe euch durchlesen. Das sind nochmal die ganzen Biografien vom Daniel und von der Ramona und vom Chris. Alles bei uns auf der Homepage nochmal schön, fein, säuberlich aufgeschrieben. Und jetzt wollen wir natürlich mal sehen, wie sieht es denn aus, wenn Fresh Music Live da wirklich in Komplettbesetzung auch auf der Bühne steht. So ähnlich könnte es vielleicht auch am Samstag aussehen. Obwohl das war zum Thema Mode, Fashion hier bei uns in Düsseldorf. Und das wollen wir uns natürlich auch einmal kurz anschauen. Dann nochmal live für euch bei uns hier heute Abend. Ich bin sehr, sehr froh, dass Sie hier sind. Fresh Music Live. Vielen, vielen Dank, Daniel, Ramona und Chris. Thanks a lot. Und nochmal kurz Musik und dann geht's weiter hier bei uns.